Live von der Campus Center. Bitte begrüßen Sie mit Applaus Ingo Naumann. Ich freue mich sehr, heute wieder hier mal vor der Kamera zu stehen in der 7. Sendung von Couch & Guest. Und wir haben auch heute wieder einen wunderbaren Gast, der hier auf unserer roten Couch Platz nehmen wird. Ein Mann, der Sänger ist, er ist aber auch Moderator und er hat schon mit den ganz Großen des Showgeschäfts zusammengearbeitet, hat aber überhaupt gar keine Starallüren. Man trifft ihn auch unterwegs, wenn man zum Beispiel mal in Magdeburg in irgendeinem Café sitzt. Er ist also auch wahnsinnig bürgernah. Er ist schon angekommen und hat sich einen Drink gegönnt. Heute Abend hier auf der Couch, Stefan Michme. Und wenn der ein oder andere die Sendung, die wir im April gedreht haben, gesehen hat, dann weiß er, dass wir dort über eine Sache gesprochen haben, die mit dem Facebook-Profil, nämlich mit unserem Profil zu tun hatte. Und es ging darum, dass der 100. Klicker auf unserer Seite belohnt wird. Und damit man nochmal genau weiß, worum es ging, schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Wenn irgendwann Sie der Meinung sind, Sie sind der 100. Obwohl, das werden wahrscheinlich jüngere Leute gucken, wenn du denkst, du bist der 100. Dann schreib uns einfach mal eine E-Mail und dann kommen wir vorbei mit einem Kamerateam und wenn du attraktiv dir gratulieren. Also, das denke ich, das machen wir dann auch, oder? Natürlich. Ja. So sieht's aus und wir haben inzwischen mehr als 100 Freunde auf Facebook und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir haben eben, Sie konnten es sehen, gezeigt, dass wir darüber gesprochen hatten, wir besuchen den Gast. Und da haben wir gedacht, nee, besuchen ist irgendwie doof. Wir laden uns den Gast, beziehungsweise die Person, die da geklickt hat, laden wir uns einfach ein hier in unsere Sendung und werden sie üppig beschenken. Und wer bringt immer die Geschenke? Natürlich der Weihnachtsmann. Hier ist Navid Soruş. So, und ich sehe schon, du hältst was in der Hand. Wir haben nämlich unseren 100. Klicker, speziell gesagt unsere Klickerin, hier eingeladen. Und zwar darf sie heute hier bei uns neben der Couch sitzen. Es ist Theresa. Mal einen kleinen Applaus für Theresa. Und Theresa hat gesagt, wenn sie hierher kommt, das macht sie gern, dann wird sie aber kein Wort sprechen. Theresa, wie geht's dir heute? Ja, wunderbar. Und wir haben gesagt, wir werden dich üppig beschenken und es gibt jetzt von Navid eine Original 100 Klickerin gefällt mir Urkunde in Couchform. Die gibt es übrigens in unserem groß ausgestatteten Merchandise-Shop für, weiß ich nicht, 1995 oder sowas. Ingo, das ist natürlich nicht alles. Es gibt natürlich auch für dich für die nächste Sendung. Oder nee, beziehungsweise eigentlich sind das Dauerkarten. Das sind Dauerkarten. Genau. Für Couch & Guests. Oder eigentlich im Prinzip für alle Sendungen bei Campus TV. Die Campus TV irgendwann mal ausstrahlt. Damit hast du das Dauerkarten. Dann kannst du ein Jahr kannst du jetzt Campus TV gratis gucken. Ist das toll? Das ist super. Ja. Und jetzt, die darfst du auch noch nehmen. Und es gibt natürlich hier oben auch noch einen frischen Kiva für dich. Ne? Der ist frisch gepresst. So, das haben wir also auch mal geklärt. Und dann eine Sache noch, bevor wir dich wieder verlassen. Wenn du irgendwas hast nachher, ja, wo du sagst, also ich möchte dir auch mal kurz was sagen, dann fängst du einfach an zu winken. Ja? Ob wir dich sehen, wissen wir nicht. Aber dann hättest du sozusagen die Möglichkeit, einfach auch ins Gespräch hereinzuplatzen. Du kannst dann partizipieren und so. Ist toll, oder? Das ist super. Ja, okay. Vielen Dank an Theresa, erstmal unsere 100 Twitter Facebook Freundin. Ah, so. Und jetzt kommen wir
zum obligatorischen Teil. Zum obligatorischen Teil. Wer kommt eigentlich heute? Du, ich habe keine Ahnung. Ich saß wie jeden Samstagabend, sitze ich ja hier auf der roten Couch, lese meine Uni-Report und will mich eigentlich nicht stören lassen und du kommst immer in deiner Quatsch-Sendung. Ich habe keine Ahnung, was du vorbereitet hast. Wir hatten ja in der letzten Sendung, hatten wir ja eine Person da, und zwar die Frau Pollmann. Die war Sprachwissenschaftlerin bei uns hier an der Universität. Und wir haben ihr ja eine kleine Grußbotschaft zusammengestellt und unter anderem... war am Ende dieser Botschaft noch ein kleiner Gruß an uns gerichtet, der relativ, ich sag mal, in die Tiefe ging. Und das war eine Botschaft von Stefan Michmund. Es ging darum, ob er nicht auch mal hier bei uns Platz nehmen darf. Und natürlich haben wir dann gesagt, okay, dann schieben wir die ganzen anderen tollen Gäste nach hinten und holen uns den Stefan. Und er hat natürlich auch die Eier und hat gesagt, dann bin ich natürlich auch da. Darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf einen Mann, der die weite Reise angetreten ist aus ich weiß nicht woher. Der Wunderbare, der Unverbrauchte und jetzt auch noch einer, den man ja in der letzten Zeit sehr, sehr gerne immer wieder sieht. Hier ist der wunderbare Stefan Michme. Bitte? Unverbraucht, herrlich. Unverbraucht, ja. Das trifft doch aber zu, oder nicht? Gut. Nee, wenn man es oft genug sagt, dann glaube ich es morgen auch selbst. Ist gut. Stefan oder Michme? Wie du möchtest. Ist das so, dass das egal ist? Viele wissen ja bis heute deinen Vornamen nicht. Also wenn nicht wissen, ob nun Michme oder Stefan. Viele wissen meinen Vornamen nicht. Geil. Nee, Stefan ist egal, jeder so wie er mag. Ja. Also so die Menschen, die mich enger kennen, so wie Leute, die unverbraucht zu mir sagen, die dürfen Stefan sagen. Und ansonsten sagen alle halt dann Michme. Das ist halt aber eher so eine Öffentlichkeitsmarke mittlerweile geworden. Ist das schon beim Titelschutzanzeiger dann Michme schon irgendwo drin oder ist noch? Habe ich mich nie drum gekümmert. Ah, okay. Soll mal einer kommen, ey. Ja. Also könnte ich mich, oder Navid zum Beispiel. Navid wäre ja auch so ein Michme. Ich finde auch das. Ja, nee, Navid sieht aber auch total so aus wie ich, finde ich. Also, das ist ja. Ich fände es auch geil, beim nächsten Konzert schicke ich dich raus und so, hallo, ich bin der Michme. Ja. Das merkt keine Sau. Aber wir müssen, es ist ja so, wir liefern hier ja auch immer ein bisschen Substanz. Also auch vom Inhalt her, du warst ja mal Student. Wir können über alles reden, was mit der... gerne. Also wir können über alles reden, was mit dem Studium zu tun hat, außer ob ich abgeschlossen habe oder nicht. Hast du eigentlich abgeschlossen? Hast du eigentlich dein Studium abgeschlossen? Na, wie habe ich euch den Elfmeter hingelegt? Ja, so, nächstes Thema, ihr Pfeifen. Aber du bist wirklich, ist ja kein Problem. Es ist ja nicht so, als aus dir nichts gewonnen ist. Das kann man nicht Tugendrecht sagen. Also vielleicht war es ja gerade der richtige Weg. Nee, es gibt halt eine wunderbare Geschichte von einem... ich darf den Namen nicht sagen. Von einem Menschen, der bekannt ist an der Uni. Und der hat eine Antrittsvorlesung gehalten und hat dann halt so aufgezählt, was man mit dem Studium, wenn man es abschließt, alles so machen kann. Mhm. Und da saß in dieser Antrittsvorlesung jemand drin, der mich sehr genau kannte. Und er brachte blöderweise mein Beispiel. Ja, und auch hier an dieser Universität hat studiert Stefan Michmer. Und aus dem ist er dann auch im Bereich Medien was geworden und so weiter. Und dann meldete sich dieser Student wirklich und hat gesagt, ja, aber der hat gar nicht abgeschlossen. Herr Prof, also ich darf den Namen nicht sagen. Du bist aber, aus dir ist was gewonnen. Also wirklich. Also wir ziehen ja auch. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch los? Geht's mir schlecht, dass ich hier auf dieser Couch sitze und dann zwei so eine Knallis wie ihr da sind? Nein, aus dir ist doch was gewonnen. Aus dir ist doch wirklich was gewonnen. Nein, du bist gar nicht so scheiße, wie alle sagen, Mann. Das würde ich ja mal damit auch zum Ausdruck bringen. Ja, danke. Aber du hast ja. Nein, Quatsch, aber du hast ja. Zum Beispiel, du bist ein sehr, sehr guter Musiker auch. Und du hast ein Tonstudio hier in Magdeburg. Ja. Bestätige das mir wenigstens kurz. Ja, stimmt alles. Das stimmt alles. Und. Ich war mal unterwegs, eigentlich immer mit dem Gast. Ich mache ja immer so einen kleinen Einspiel mit dem Gast. Und es haben alle bisher von Buschulte über Miss Sachsen haben gesagt, klar, ich komme mit. Michma hatte keine Zeit, darum bin ich alleine hingefahren und habe mal mit deinen Bandmitgliedern, Schöne war das, und Benny. Ja. Nee, das hast du nicht gemacht. Doch. Ja, cool. Und hab mit denen mal so einen Rundgang gemacht und denen auch noch ein paar Fragen gestellt. Und genau haben sie geantwortet? Nee, gar nicht. Haben Gott sei Dank. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sind heute vor den legendären Harddisco-Studios. Hier wurden wunderbare Platten produziert, unter anderem die letzte Michme-Platte. Und legendär ist dieses Studio allein schon dieses Fotos wegen. Und wir sind hier, um mal ein paar Fragen zu klären. Jetzt mit Bandmitgliedern von Stefan Michme.
Wir sind jetzt in den Räumen, in den legendären Räumen des Harddisco-Studios und Schöne, richtig? Ja. Zeigt mir jetzt hier ein paar Sachen. Schöne, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt gerade sind wir hier so in der Küche, ja? Ja. Hier machen sich die Bands und auch der Herr Künstler Michme, wenn er denn mal Hunger hat, auch mal was zu essen auf diesen zwei Herdplatten. Hier, wer ist das? Eine alte Bekannte von Stefan muss das sein. Ja, geil. Ich finde, der Junge hat Geschmack, oder? Der Junge hat Geschmack. Wir sind jetzt in der großartigen Tonregie von Hard Disco. Richtig, ja. Hier sitzt Mario, auch bekannt als Zwiebel. Der sagt dann Stefan mindestens 10-mal am Stück, das war scheiße, sing nochmal. Wer hat denn in der Band dann so ein bisschen so das Sagen? Mich mal. Ist ja scheiße, oder? aber ihr habt da Mitspracherecht sicherlich, oder? Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr kreativer Prozess, wenn wir uns treffen. Es ist nicht so, dass er diktiert und wir machen, sondern wir diktieren und er macht. Er ist auf jeden Fall ein sehr herzlicher Mensch, das merken wir einfach immer. Und woran denn? Woran merkt man das? Na, zum Beispiel nach dem Konzert eben... Durch das Umarmen und so weiter, ja. Durch das Umarmen, vor dem Auftritt sagt er oft noch ein paar aufbauende und schöne Worte und ja. Er ist ein Motivator, also er ist wirklich ein kuscheliger Typ. Wahnsinnig teures Equipment hier, die guten Yamaha NS10, die bekommt man heute nur noch bei eBay. Dann hier hinten auch nochmal, vielleicht lassen wir es nochmal sehen, die legendäre Hard Disco Couch. Und man kann das vielleicht jetzt nicht erkennen, aber ich beschreibe das mal. Dieses Original Nappa-Leder war hier mal, denn das ist so abgerieben, hier ist kein Nappa mehr. Also hier sind viele Künstler, die ihr Zeug hier aufnehmen und die benehmen sich natürlich auch daneben und das Leder sieht dementsprechend aus. Ja, wunderschöne Regie. Findest du? Nö. Läuft da immer noch irgendwas nach so einem Auftritt? Direkt nach dem Auftritt geht er erstmal jeden umarmen, ganz herzlich und emotional. Es gibt einen kleinen einen Absteigerschnaps, nennen wir das immer. Also es gibt quasi einen Steigerschnaps vor dem Konzert und einen Absteiger. Das ist hier übrigens das Büro von Stefan Michme, das können wir vielleicht ganz kurz einfach mal zeigen. Er ist ja auch so ein kleiner EDV-Junkie. Die bekommen ja von diesem Monitor nochmal nicht genug. Da sind gleich 4 Stück da. Also wer war schon hier? Die Beatsteaks. Silbermond war auch hier? Ja, nee, fettes Brot ist ein Scherz, oder? Ist kein Scherz. Was macht ein fettes Brot hier? Wie haben die sich denn hierher gefunden? Ja, die haben damals hier so spezielle Versionen ihrer Songs aufgenommen. Wow. Keimzeit war auch hier. Hm. Das ist natürlich echt heftig. Die sind ja auch schon fast Magdeburger, oder? Ich wusste nicht, leben die überhaupt noch? Die sind ja auch schon mindestens... Musst du mal Stefan fragen, der arbeitet jetzt bei MDR1. Aber ich glaube, Keimzeit ist da auch noch zu modern. Das glaube ich auch, ja. Oder auch sowas wie Tokyo Hotel. Aber das ist aus ganz frühen Zeiten? Das ist, ja, das waren die Anfangszeiten. Da waren es mal hier Bosse und... Bosse war auch hier? Ja. Ich habe Bosse übrigens auch mal befragt, wie er so zu Stefan Michme steht. Ei. Ja. Aki, und was sagt Aki. Er? Aki hat gesagt... Also ich kenne ihn noch von den Skikes, definitiv. Und dann habe ich ihn aber nochmal neu kennengelernt bei Radio Rockland und richtig. Später dann nochmal bei Radio Fritz. Die Skikes, auf jeden Fall der eine Typ von denen und er haben mal einen Song von mir geremixt, als ich da in der Sendung war. Und zwar Niemand vermisst uns damals. Und der lief dann damals auch bei Rockland in dieser Version, cool. Was ich echt ganz süß fand. So. Ja. Und genau, also ich mag den. Wir gehen jetzt ins Büro von Hard Disco. Ein echter Komet. Ein echter Komet, hier, halt mal die Platte. Ey, das ist ein echter Komet. Allerdings von 1998. Ein echter Komet? Jetzt fällt er runter. Michme, dessen Bruder Tom und Nena, auch zu Skikes Zeiten. Da. Damals noch mit blonden Haaren? Schick, oder? Absolut schick. Ich weiß ja nicht, jetzt, jetzt wird das langsam grau, meinst du, oder was? Spätestens in einem Vierteljahr sind die Haare grau, glaube ich, oder? Da sagen die immer nicht zu. Ich finde, das sind hier sehr loyale Menschen, muss ich mal sagen. Klar. Ich bedanke mich bei Zwiebel, wollte ich jetzt sagen. Nee, du bist aber Tomate. Nee, ich hab's vergessen. Genau. Mit dem ganzen Gemüse kommt man ja auch ein bisschen durcheinander. Ich bedanke mich bei Schöne für den Rundgang. Ich danke dir. Und wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüssi. Tschüss. So hat's ausgesehen. Und ich finde, das gab schon einen guten Einblick. Also es scheint sehr spaßig zu sein. Und ich muss eins nochmal betonen, die sind wirklich absolut loyal. Ich war ja bloß zwei, da gibt es ja, glaube ich, noch einen, der in deiner Band noch mitspielt. Da gibt es ganz viele, ja. Absolut toll. Nee, aber das ist halt das Gefühl, was wir miteinander so empfinden. Also, weil wir sind eine Familie und wer da einmal drin ist, dem geht's gut und so.
Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Du hast ja letztes Mal einen Einspieler uns mitgeliefert, und zwar einen Gruß an Frau Pollmann. Und nun haben wir uns gedacht, pass auf, ihr ruft jetzt nicht Frau Pollmann im Urlaub an. Das macht ihr nicht. Sie ist im Urlaub. Ihr seid doch Wahnsinn. Frau Pollmann mal zu Wort kommen lassen. Und zwar machen wir das hier, ich habe gedacht, wir zelebrieren das. Ich glaube, du brauchst einen Handsender. Ich gebe dir mal den mit der Beschriftung. Ich habe gedacht, wir zelebrieren das so ein bisschen, weil wir haben nämlich das Equipment nicht, wie die das eben bei modernen Radiostationen haben. Sind wir eigentlich in Stereo jetzt immer noch, auch wenn das Mikro? Ja, dann machen wir das am besten mal mit zweien hier. So ein bisschen, ich finde, das ist dann auch besser. Wobei ich sagen muss, jetzt wo wir so eine Probleme mit den Mikros haben hier, ich würde sagen, eins noch zur Reserve, oder? Können wir das nochmal mit aufstellen? Dann sind wir so weit. Nee, ich finde, das mit dem Applaus ist jetzt durchaus berechtigt. Ein riesen Applaus, bitte. Das ist ja unfassbar. Cool, machen wir, ich hoffe. Und jetzt Moment, die Frau, ich muss mal ausmachen, die Frau ist in Andalusien und Frau... Ja, ihr habt eine Scheibe oder was? Ihr könnt sie nicht anrufen. Die sitzt jetzt irgendwo noch am Strand, das ist eigentlich noch Helen, die ist nicht mehr Helen, sitzt hier auf dem Balkon. Du weißt, dass sie neben dem Rektor sitzt. Neben dem Rektor, Otto von Guericke Universität. Darum jetzt ein bisschen Kontenance. Ich kann mich hier nie wieder sehen lassen. Ein bisschen Kontenance jetzt. Ihr ruft jetzt wie spät ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wir rufen jetzt mal an. Steht da 0.17 Uhr? Ach nee, das 17 Minuten geht die Sendung, okay. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. 1900. Du siehst wenig sexy aus, wenn du wählst. Ja. Ey, und wenn es jetzt nicht ankommt, dann bist du echt gearscht. Ja? Stell mal vor, jetzt kommt. Ja, hier ist Drogenberatungsstelle. Ja, Moment, jetzt gucken wir mal. Es muss natürlich erstmal hier klingeln. Trennen wollen wir nicht. Martin, ist da der Ton auch richtig? Wir haben das ja hier. Oh, jetzt. Yes. Mal einen Applaus dann, wenn ich sie. Ja, ich heb dann meine Hand kurz. So, jetzt ging jetzt Frau Pollmann. Anderthalb Semester hat mich bei ihr studiert, glaube ich. Was? Ich habe viel länger studiert. Das geht nicht. Ich habe sogar die Zwischenprüfung geschafft. Also nur Hallo? Wegen ihr. Hallo? Oh, aufgelegt. Habe ich doch gesagt. Wir machen das, wir schneiden. Ja, Habe ich gesagt, wenn es nicht klappt, siehst du richtig scheiße aus. Wir schneiden das nochmal rein. Nee, das Ding ist aber, wir können es ja so machen, dass Navid Frau Pollmann spielt. Zu Bauch? Zu Bauch ja, damit. Das kriegen wir auch noch hin. Kannst du Bauch? Warte mal, sag ich mal was. Ja, wir haben nur Zeit. Hallo, ist doch gar schon gestern. Ist wahrscheinlich die Prepaid-Karte bei ihr alle jetzt irgendwie so, würde ich sagen. Hier so. Oder? Weiß ich nicht. Die hat doch noch, das ist so ein Nokia 3310, was wir alle mal 1998 hatten. Tut uns übrigens leid, das aktuelle Sportstudio. Das ist wie so ein, das ist ja auch mein ich habe so ein Bild im Kopf von einem Hamster in einem Rad. Die Lampe geht einfach nicht an. Jetzt nochmal. Jetzt aber. Jetzt. Cornelia Pollmann. Hallo Frau Pollmann, können Sie mich hören? Ja, ich habe das Gefühl, Sie sind da gerade in irgendeinem Bergbau. Der Empfang ist ein bisschen schlecht, aber wir probieren das trotzdem mal hinzukriegen. Das ist ja auch Überland. Frau Pollmann, hören Sie mich noch? Ja. Ja, der Stefan sitzt gerade neben mir. Hallo? Und hören Sie mich noch? Ich höre Sie, ja. Ja, wunderbar. Frau Pollmann, der Stefan sitzt neben mir. Wir machen es ganz kurz. Ich wollte Sie bloß noch mal ganz kurz nachfragen. Jetzt hat das ja mit dem Studium bei ihm, ging ja relativ schnell über die Bühne, so nach zweieinhalb Semestern und wie viel das waren. Gibt es da jetzt eigentlich, auch mal eine Auflösung, warum das so alles in die Hose gegangen ist? Also gefühlt war das erstens länger, in die Hose gegangen ist es eigentlich auch nicht, denke ich mal. Denn Stefan hat sicherlich gewusst, was er mit der Germanistik anfängt. Dieses Talent, Stefan, nicht mehr, versteht ihr mich? Ja, wir verstehen Sie 1A, Sie hören sich an wie... Polly, red weiter, ist total super, alles was du sagst ist total super. Red weiter hinaus, bitte. Ich muss wenigstens ein Gruß loswerden an das Publikum, an das fantastische Publikum. Ich weiß, wovon ich rede. Hört ihr mich auch? Nein, nochmal Applaus. Also, jetzt Stefan zu dir, ja? Aber Frau Pollmann, jetzt mal unter uns. Ist denn da irgendwie mal eine Geschichte oder so, was die uns erzählen können? Also, was ist denn da gewesen? Natürlich, ich kann ganz viele Geschichten erzählen, aber eine, daran erinnere ich mich. Also, man erinnert sich immer an Studenten mit Ecken und Kanten und so einer war der Stefan. Ach ja. Und. Und? Dazu soll ich jetzt sicherlich weiter nichts sagen, aber danke. Ich erzähle das, weshalb das Studium meiner Ansicht nach gefühlt länger war, weil Stefan nämlich leider ab und zu auch in Seminaren gefehlt hat. Ach nein. Und, ach ja, sogar bei mir. Ne? Studenten wissen, was das eigentlich heißt. Gab es da Schelte? Nein, gab es. Dann habe ich also versucht, das Rätsel zu lösen, aber ich brauchte nicht lange, denn ich habe Radio gehört. Ah.
Wen habe ich gehört? Stefan Wicht. Nein. Das war die beste Entschuldigung, weil er nämlich das klasse gemacht hat. Also er hat einen Beitrag gemacht, gar nicht als Moderator. Stefan, darf ich das erzählen? Das ist fast streng und ich meine, gut, okay. Aber damals, das war die Zeit, als der Schwermaschinenbau und macht. Ja, ach ja. Ja. Jetzt ist der Empfang. Jetzt ist der Empfang gleich weg. Jetzt ist der Empfang gleich weg. Ich muss sie jetzt auch. Er hat tolle Bilder gezeichnet. Kannst du als Germanist gar nicht besser machen. Also so hervorragend. Hat das für mich das Studium eh beendet. Ja. Wunderbar. Frau Pollmann, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit rennt ja auch. Wie ist es denn das Wetter bei uns? Es sind hier 40 Grad. Wir triefen hier in diesem Studio. Das ist ja Wahnsinn. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ist das Wetter schön? Bei uns ist das, ja, es ist Urlaub mit Sonnengarantie. Ah ja. Wir sind kurz vor Afrika, ne? Ah. Also eine Schiffsstunde bis Afrika, die dichteste Spitze Europas. Ja. Also uns geht's hier richtig gut und heute Abend natürlich auch, ne? Ja. Gut, Frau Pollmann. Eins muss Stefan noch weiter versprechen, ja? Also dass mein Lockruf an die Uni auch weiterhin bestehen bleibt. Ja, ja. Conny, ich werde auf immer für dich zur Verfügung stehen. Ja. Und für die Studenten. Ja. So, an der Stelle muss ich jetzt. Aber erzählt mir das zu Hause, ja? Ja, den Rest erzählt. Conny, das wird jetzt ein bisschen zu privat. Wir sind hier im Fernsehen, ja. Frau Pollmann, hören Sie mich noch? Hören Sie mich noch? Ja. Stellen Sie bitte dem Rektor noch mal schöne Grüße einfach, dass der Bescheid weiß. Ja, von mir auch, es ist alles in Ordnung. Ja. Er wartet schon auf mich, wir gehen jetzt noch schön in eine Tapperbar, ja? Hervorragend, lassen Sie es schmecken. Ja, gut. So, Frau Pollmann, schönen Tag, wir wünschen euch einen schönen Abend, tschüss, bis später, wiedersehen, tschüss. So, dann haben wir das jetzt auch. Oh, das, was sie meinte, ist halt wirklich, ich habe damals, glaube ich, ja, mach, du hast ja. Ja, das dauert jetzt, ich könnte jetzt 20 Minuten reden. Nee, und nee, mach mal hier so. Und es ging um eine damals eine Sendung, da, ja? Ich glaube, da habe ich einen Nachrichtenbeitrag gemacht für Radio SAW. Ja. Über Schwerbau? Oder da so ist, ja, es gab ja ganz viel, Magdeburg ist ja ein Zentrum des Schwermaschinenbaus gewesen zu DDR-Zeiten und als ich Radio gelernt habe, und ein Teil von euch sogar schon geboren war, da sind die komischen ganzen Fabriken eingestampft worden und so. Und ich glaube, von so einem Beitrag hat sie geredet. Okay, Stefan, du bist ja auch Sportler. Ja. Und was ist denn das für ein Sport, den du betreibst? Viel Sport, also ja. Hauptsächlich natürlich Fußball. Okay, so. Kannst du dir vorstellen, dass Fußballfreunde von dir... Scheiße. Speziell ein Fußballfreund von dir einfach mal das Schwein gebrochen hat und hat mal uns gesagt, wie es denn um den wahren Michmisch steht. Wart ihr beim MSV Börde? Nein, aber wir gucken uns jetzt den Einspieler mal an. Ich war mal unterwegs und habe mal mit Jens Meinert gesprochen. Nein, der ist vom MSV Börde. Na, dann meine ich. Na, der redet noch. Könnt ihr euch vorstellen, ein Menschen, der mehr redet als ich, also und zwar in Potenz? Ja, Ingo. Ja. Jens Meinert. Echt? Hast du mit Jens Meinert gesprochen? Ja, wir gucken uns mal kurz an, was sich Jens Meinert so erzählt hat. Ey, ich hasse den. Ich hasse ihn. So, neben mir sitzt Jens Meinert und er ist ein Spieler bei MSV Börde. Da spielt der Herr Michmer auch mit. Er versucht es ja. Das ist mehr Olic als Messi, wollte ich mal sagen. Ja, so Kämpfertyp, aber sonst, das passt schon. Gibt es eine Position, die er fest inne hat oder wechselt das? Nee. Er spielt, wenn vorne drin, woanders kannst du nicht gebrauchen. Da kann er rennen, kann sich auskotzen. Das heißt, er muss auch richtig Tore schießen. Macht er auch jedes Mal irgendwie eins oder ist das... Ja, er macht schon häufig welche. Weil wir sie ihm auflegen vernünftig. Ja. Da kann er dann ja nicht anders. Was soll er machen? Jetzt ist Stefan Michmer ja nur einen halben Kopf größer als eine Scheuerleiste. Wie ist das so mit dem Kopfball? Ja, Kopfball kannst du vergessen. Ja. Ich kann das sagen, ich bin 3 Zentimeter größer. 3 Zentimeter. Nach dem Training duscht er meistens gar nicht. Ja, ehrlich nicht? Ah, ja, das ist ein kleines Ferkel. Nee, geht der völlig mockig, geht der da raus oder was? Tatsache, zieht sich ein Trainingsanzug drüber und fährt nach Hause und geht in seine schöne warme Badewanne. Wir haben ja vorhin schon mal über das Duschen gesprochen. Warm duschen oder kalt duschen? Jetzt, da du ja gesagt hast, er nimmt gern Wannenbad, ist es vermutlich warm? Klar, warm, klar. Wieder mal luschig. Das ist ein bisschen weich, na klar. Weichling, so ein kleiner. Weichpille. Ja. Richtige Weichpille. Es ist ja demnächst bei MDR1 Radio Sachsen-Anhalt. Hast du ja schon mitbekommen. Sender, den hörst du auch? Bisher noch nicht. Aber jetzt ist er doch eingespeichert, na klar, im Radio. Aber der eingespeichert, ja. Na logisch. Weil ich mich so freue, wenn der die wilde Garzbuben ansagt oder so. Da freue ich mich, das wird so geil. Das ist großartig. Oder was von Bernhard Brink? Oder? Bernhard Brink, ja, das ist auch herrlich. Super. Er verändert nämlich an das ganze Programm. Ah, selbstverständlich. Der wird seinen Stempel aufdrücken. Absolut. Ja. Wann fängt er an? Irgendwann September. Siehst du, aber Morning Show. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ah, der läuft. Wir betreuen ja so viele Heime auch, ja. Ja, und haben so viel außer Haus. Da läuft das überall.
Also ich werde ihn dann öfter hören als jetzt, das steht definitiv fest. Ja. Also von daher, du brauchst dir keine Sorgen um deine Zielgruppe machen. Die bleibt dir treu, oder? Die bleiben, die können ja auch nicht weg. Die sind ja da, fest. Die sind ja fixiert. Man sagt da fixiert. Wie sagt man fixiert? Genau, fixiert. Schöne Grüße nochmal hier an den Herrn Michmel, der sitzt nämlich gerade bei uns auf der Couch. Fesi, das haben wir nicht erwähnt. Nee, der heißt ja Fesi. Warum heißt der Fesi? Das müsst ihr ihn selber fragen. Fesi von Face oder was? Fesi, fragt ihn selber. Lasst es euch von ihm selber erklären. Was heißt denn Fesi? Sag uns mal, was Fesi heißt jetzt gleich auf der Couch. Ich nicht sagen sollen, aber es doch. Ich bin raus. Also, der Nabil sowieso, ich bin raus. Nabil, ich will ab jetzt nur noch mit dir weiter. Ja. Hallo, ich habe doch muss die Fragen gestellt, die Antworten. Ja, die unauffälligen, absoluten. Also, ja, was los? Was ist ein Fesi? Ganz kurz, klär nochmal. Oder? Nein, das ist halt wirklich ein ganz seltsames Ding. Als ich angefangen habe, da bei Börde, da habe ich noch studiert, auch an der Uni, und da hat sich der Unisportverein und MSV Börde haben sich vereinigt, weil wir hatten die Spielklasse. Und die hatten halt die ganzen Vereinsstrukturen und so. Und ich war halt einer von den ganz jungen Studenten. Und als ich angefangen habe zu studieren an der Otto von Guericke Universität, haben meine ganzen Kommilitonen mich Fesi genannt. Okay. Und zwar haben die da, kennt jemand eine Serie namens A-Team? So? Ja. So. Und da gibt es so einen blonden Typen mit einem Seitenscheitel, der irgendwie alle Weiber immer abschleppt und so. Und die haben aus unerfindlichen Gründen da eine Verbindung gesehen. Und ab dem Moment hieß ich Fesi. Und das Ding ist, dass ich, egal wo ich bin, sagen die Leute Stefan oder Michael oder so zu mir. Und wenn ich beim MSV Börde bin, also im Gutsmutstadion, da durch dieses Tor gehe, bin ich Fesi. Es ist total krass, wenn ich zum Beispiel auf der Straße mal meiner treffe, also wenn ich ihn das nächste Mal treffe, ist er tot, ist klar. Aber wenn ich ihn da so treffe oder irgendwen anderen anders, und dann bin ich mit Leuten wie euch zum Beispiel unterwegs, ja, oder so, mit Navid, meiner Freundin Navid. Dann schreit einer rüber so, Fesi, schön dich zu sehen. Und dann muss man immer diese Geschichte so erzählen. Aber Ronavid, ist ja eine sehr charmante Geschichte. Findest du das? Ist doch super. Na, ich weiß nicht, ich war nie ein Playboy. Wir müssen uns beeilen. Wir haben immer ein kleines Quiz, kennst du das? Wenn du schon mal eine Sendung gesehen hast, kennst du wahrscheinlich nicht, ist egal. Und zwar hart, aber unfair. Genau, wir müssen, es ist Folgendes, genau, wir haben immer so einen kleinen Preis. Pro Frage, pro richtig beantwortete Frage. Nachher, ja, für die nächste Sendung. Nein, die sind Ersatz. Ingo hat ja den Kometen bei euch zerstört im Studio. Ja. Und den Pokal. Hast du den Unterschied kaputt? Der ist hin. Der ist völlig hin. Da steht ja auch so ein 98er Tennispokal oder was das ist. Ich weiß es nicht. Aber der ist hin. Und deswegen kriegst du, wenn du jetzt richtig beantwortest die Fragen, kriegst du jeweils einen kleinen Pokal. Achso, es ist jetzt ein ganz normales Frage- und Antwortspiel. Ganz genau. Okay. Genau, und ich will einfach mal wissen, so halten, dass ich das nicht sehen kann. Siehst. Ja. Wobei die Frage eigentlich, die Antworten sind so draufgeschrieben, dass du das gar nicht erkennen kannst. Pass auf, Folgendes. Du fängst beim MDR 1 an. Wer kennt jetzt sie pass nicht? Auf, wir wollen mal wissen, wie fit bist du schon in der Struktur des Senders? Wie weit kennst du dich schon aus mit den Programmen auch und so weiter? Erste Frage, was passiert regelmäßig nach Anmoderation eines Songs in den Senderäumen von MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt? Was passiert da? Ist das A, die Belegschaft wird höflich zum Tanz gebeten? Oder ist das B, es werden die Magnetbänder für den Nachfolgesong in die Bandmaschine eingelegt? Oder ist das C, der Moderator legt zur Pflege seiner Dritten diese in die dafür vorgesehene mobile Correga-Tabs-Box? Hä? Das ist Frage richtig. Frage 2, direkt. Und es wird so wahnsinnig. Wunderbar, genau. Ich war gerade eine Woche da, ich habe nichts von dem gehört. Alles gut. Ich habe ein ganzes Studium da absolviert schon inzwischen. Pass auf, Frage 2. Wir wollen mal testen, wie sehr kennst du schon die Programmagenda? Du bist ja in der Morningshow, aber was ist so mit den anderen Sendungen? Bist du da schon fit? Wie heißt die Montagssendung? Es gibt jeden Tag eine andere Abendsendung auf MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt. Wie heißt diese montags? Ist das A, Guten Abend Sachsen-Anhalt, Locker vom Hocker? Was oder heißt denn abends? Ab wann? Also die Zeit brauche ich. Ich glaube 20 Uhr bis... Ich glaube 20 Uhr ist eine Information, mit der ich nicht anfangen kann. Ich habe den nächsten Preis gewonnen. Danke. Dritte Frage. Voll auf. Alles klar, dritte Frage. Abends. Hallo? Okay. Ich gehe jetzt einfach auf den Handsender, weil es mir Spaß macht. Das sieht unglaublich geil, wie deine sexy Hände diesen... Mit dem Ring. Wie gesagt, Thema Musikprogramm ist ein bisschen anders bei MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt. Ja. Wie fit bist du da? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, was glaubst du, welchen der nächsten drei Songs, und da würde ich Ingo mal ganz kurz bitten, so, ja, wirst du definitiv mal anmoderieren bei MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt? Ist das A? Ist es A. Let's have a celebration by the sea. Nein. By the sea. Nicht? Okay. Ist es vielleicht B? Next November. Nein. Next November. Nein. Sehr wahrscheinlich. Oder ist es vielleicht der hier? Kennst du die Perle? Die
Perle Tirols. Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Wartet mal, nachdem ich zweimal Nein gesagt habe bei drei Antwortmöglichkeiten, lass mich ganz kurz überlegen. Ah, ich glaube, der könnte es sein. Der könnte es sein. Das Kufstein-Lied. Das Kufstein-Lied. Und yeah. Aber ich möchte an der Stelle noch wirklich sagen, ich war da jetzt wirklich auch, um mich einzuarbeiten, schon eine Weile. Und ich möchte ganz ehrlich, welche Kamera ist gerade an? Alle. Wo? Nimm hier irgendwie. Alle, nimm die, ich möchte ganz ehrlich sagen, 50% dieses Musikprogramms finde ich unfassbar gut. Und es läuft mehr Musik, die ich mag, bei absolut. MDR 1 als bei Sputnik. Das ist kein Witz. Ach so, das ist wirklich kein Witz. Was ich bestätigen muss, diese Oldies beispielsweise aus den 60ern und 70ern, die auch international... Weißt du, wie geil es ist, morgens im Radio zu sitzen, du hast ein Mikrofon und ein geiles Studio und erzählst den Leuten etwas, was in den Morgen versüßt, und dann gehen die Beatles los? Alter, jetzt hätte ich beinahe was Unanständiges gesagt, aber... Wir müssen aber noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich muss da auch mal einen harten Cut machen irgendwo. Du bist ja auch ein, du bist Magdeburger Kind und bist auch ein Otto-Botschafter. Du hast mitgewirkt bei der Otto-Stadtkampagne. Ja. Da hast du eine Platte gemacht. Mich würde mal ganz kurz noch einfach interessieren, was hast du denn für Pflichten und Rechte als Otto-Botschafter? Rechte? Hä? Rechte? Nee. Was sind so deine Aufgaben? Nein, es ist einfach, ich bin da, also ich bin so, wie ich bin, die ganze Zeit. Ich muss nichts anders machen, weil die haben mich gefragt, ob ich die Stadt repräsentieren möchte. Ja. Und das mache ich in meiner Michme-Version. So. Und du hast in der Form ja eine Platte gemacht und da geht es ja auch um Magdeburg. Die Platte ist ja zum Teil auch etwas zerbrechlich im Sinne von diesen Songs, die da drauf sind. Und es hat aber eine wunderschöne Poesie. Das macht ja diese Platte auch aus. Das und ist da ein haben Satz, wir, den ich dir nicht zugetraut und, hätte. Und da, was soll denn das jetzt heißen hier? Na, du bist die ganze Zeit so hart und jetzt warst du gerade so du, zärtlich. Zeit, also ein Rennen ein bisschen. Okay. Ja, ist ja, aber pass auf, ach, du möchtest es ein bisschen zärtlicher haben, ja, jetzt, oder was? Deshalb fühle ich mich auch mehr zu Nachrichten. Ach so, verstehe. Aber wir müssen nochmal, und da ist es so, dass wir einfach auch mal recherchiert haben, was denn so diese Ursubstanz ausmacht eines Stefan Michmes. Kommt jetzt nochmal irgendein Kumpel? Moment, der sozusagen ja die Stadt Magdeburg wahnsinnig liebt. Und was ist es, was ihn hält? Und wir haben mal geschaut, da gibt es auf einer Platte von dir einen Hidden Track, den haben wir gefunden, da gibt es auch ein Video zu. Und das fanden wir super geil, das wollen wir einfach mal zeigen. Gucken wir mal kurz rein, Hidden Track. Was hält Stefan Michmel in Magdeburg? Bitte mal. In Köln, dein Dom ist doch viel schöner. Und in Hamburg ist die Elbe längst ganz grau. Berlin ist nett, hielt mich fest für ein paar Jahre. Doch bin ich ehrlich, wurde ich daraus nicht schlau. Ich sah die Welt von Ost bis West und traf auf offene Herzen. Doch wollte ich dort nicht sein, auch nicht für Geld. Ich schaute zu, fühlte mich fremd, verbarg die tiefen Schmerzen. Jetzt weiß ich endlich, was mich in dir hält. Es ist das Fahren mit der Straßenbahn, das sag ich offen und völlig ohne Scham. Es ist das Fahren mit der MVB, wofür ich gern noch mal ein bisschen länger steh. Von Surenburg bis Neustädter Feld, aus dem Fenster schauen, das ist meine Welt. Das schöne, dichte Liniennetz ist an Magdeburg das, was ich so schätz. Ist an Magdeburg das, was ich so schätz. Stefan Michme. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe in einer Fernsehsendung, um einen Gast
sympathisch vorzuführen. Das war gut. Ich muss mal über meine Klamotten nachdenken. wenn man einen so leicht nah machen kann, dann ist es Kotze. Ja. Das geht eigentlich. Stefan, aber wir wollen gar nicht über das Video sprechen. Hast du eigentlich Klamotten von mir geklaut oder was? Das sah so echt aus. Wir wollen gar nicht über dein Video sprechen. Übrigens, ich glaube, irgendwas. Das war nicht mein Video. Das war überhaupt nicht mein Video. Du hast ja eine Magdeburg-Platte gemacht. Und das ist ja, da geht es ja wirklich um ein paar wirklich sehr ernste, tolle, sensible Sachen. Und wie ist denn das? Wollen wir einen Song einfach mal singen ein? Oder hast du keinen Bock? Ich hab immer Bock. Pass auf, wie sieht's denn aus? Ich hab halt meine Mütze und meine Brille nicht mehr. Was ist denn mit diesem hier? Pass mal auf. Bin ich eigentlich zu hören hier? Was ist mit dem? Nee, verkehrt. Doch, du singst ja hier oben. Ich singe da oben, du spielst da oben. Ich singe immer unten. Ja. Ich bin zufrieden, glücklich, gut drauf und fühl mich wohl in meiner Stadt. Ich bin angekommen und erzähl das gern, auch mehr, wenn einer fragt, dass ich die Elbe gerne mag und dann im Sommer den Balkon meiner WG. Dass ich Popsongs fühl und dass ich manchmal sing. Ich bin ein Magdeburger Kind. Halt, an der Stelle muss meine Band auch immer anhalten, weil ich finde, ich bin ein Magdeburger Kind, muss ein lauter Chor brüllen an dieser Stelle. Ja, also wenn die Stelle kommt das nächste Mal, brüllt ihr dann. Also können wir es mal ausprobieren, 1, 2, 3. Magdeburger. Warte, ich sage 1, 2, 3, ihr singt, ich bin ein Magdeburger Kind. Okay, also 1, 2, 3. Ich bin ein Magdeburger Kind. Von vorne. Ich bin zufrieden, glücklich, gut drauf und fühl mich wohl in meiner Stadt. Ich bin angekommen und erzähl das gern, auch mehr, wenn einer fragt, dass ich die Elbe gerne mag und dann im Sommer den Balkon meiner WG. Dass ich Popsongs fühl und dass ich manchmal sing. Und manchmal denk ich im Stadtpark rum, wünsch mir, dass alles bleibt und für immer jung. 3, 4. Ich frag mich, was uns mal hingeht. Ich weiß nicht mal, ob's mir morgen wieder gut geht. Ich will tanzen, schweben, ein wenig durchs Leben rauschen. Und find ich mein Gott, dann will ich mit ihm Geschichten tauschen. Wir haben keine Zeit für die zweite Strophe, oder? Naja, haben wir keine Zeit. Aber warte, ich will mal was probieren. 1, 2, 3. Ich frag mich, wo's mich mal hintreibt. Ja, ich erst mal. Das war geil. Warte, ich frag mich, wo's mich mal hintreibt. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit mir überhaupt bleibt. Ich will tanzen und schweben, ein wenig durchs Leben rauschen. Wo treibst du dich rum? Ich will mit dir Geschichten tauschen. Ach, Stefan. Unser Publikum hat uns beim Chor ganz schön im Stich gelassen. Ja. Aber dafür sehen sie geil aus. Absolut sehen sie geil aus, ja. Stefan, wir sind am Ende der Zeit. Wir sind doch. Ich habe gedacht, wir fangen jetzt an. Wir können auch gerne noch. Ich habe das hier auch liegen, weil du ja bei MDR1 demnächst arbeitest. MDR1 Radio Sachsen-Anhalt, eine schöne Roger Whittaker-Platte. Wir können auch gerne was von Roger Whittaker singen, haben wir aber keine Zeit mehr zu. Ja. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, dich hier in so eine Sendung zu setzen. Das war unser inneres Blumenpflücken. Ein inneres Blumenpflücken. Und wir haben ein unfassbar tolles Team. Wir haben hier Ulrich Arendt, wir haben Christian, wir haben Uli, wir haben... Wir haben Peter, wir haben Tino, wir haben Martin am Ton und Massimo draußen, wenn man meinen Finger so. Tino, zeig dir mal, los, mach mal, fahr mal raus. Der hatte deine letzte Sendung. Und, was, warum, wo geht Massimo weg? Massimo geht zu MDR, nein, weiß ich nicht, wo geht er hin? sieht man das? Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber wenn, dann hat er jetzt auf jeden Fall gewunken. Navid, jetzt darfst du einfach mal die letzten Worte haben. Das erste Mal heute. Ich würde einfach sagen, ich hoffe, es gibt eine nächste Sendung. Ach so, noch zu sehen. Und beim offenen Kanal. Nun geh doch mal weg. Das Teambildungsseminar fängt jetzt an. Ja, im Prinzip hat Ingo letztlich hat er alles gesagt. Ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Sendung. Hoffe, es gibt noch eine.
und wünsche dem Publikum einen guten Nachhauseweg und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und schönen Tag. We'll be right back.